Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video von mir. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe bei Beauty Bay bestellt, weil es da viele tolle Sachen gab und noch ein paar Sachen extra, die ich wieder loswerden will. Und ja, somit zeige ich euch mal, was Beauty Bay alles da war. Ich habe diese wunderbare, wunderbare hässliche Kiste gekriegt und zeige euch, was da drin war. Ich habe ca. 150 Euro ausgegeben, ja, locker flockig, nee, war es nicht, es war schon bedacht, ich habe viel in Warenkorb rein, viel wieder raus und ich habe nicht mal ein Goodie gekriegt, ja, Beauty Bay, was stimmt mit dir nicht, was stimmt mit dir nicht, danke für mal gar nichts. Also, zum allerersten Mal habe ich heute mit euch zusammen diesen Look getestet, die Palette werde ich euch zeigen, ihr dürft dreimal raten, welche das ist. Einmal habe ich diesen Juno & Co. im Dingsterboomster Schwamm aus Storm, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Er hat super geile Spitze, wo man gut am Auge arbeiten kann. Das schön fluffig, nicht zu hart, nicht zu weich, genau richtig. Kann ich euch für, ich glaube, 3 Euro, ja, 3,75 Euro empfehlen. Storm Cloud. Richtig geil, werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachbestellen, sollte ich bei Juno und Co., sollte ich bei Beauty Bay bestellen, würde dieser Schwamm auf jeden Fall mitgehen. Ich habe alle Schwämme, mir hat auch der Fliederfarbene, der Lilane, der Pinke, das, weiß ich, was alles super gut gefallen, aber ich musste mich entscheiden, es durfte auch nicht zu teuer werden, ich finde 150 Euro schon eh. Na, ihr wisst Bescheid. Dann außer planmäßig kam die Mrs. Bella Palette noch mit. Die habe ich allerdings woanders da geshoppt. Von daher, die wandert auch weiter. Ich habe für mich gemerkt, sie ist ein tolles Alltagsprodukt, aber dennoch unbesonders für mich persönlich. Und deswegen, also wegen zwei Farben behalte ich diese Palette nicht, die mir gut gefallen hat. Das sind die zwei schimmernden äußernden Farben. Das hier ist ein Duochrom, der leuchtet. Den habe ich aber schon mal. Also den habe ich bei der Dominique Cosmetics Palette auf jeden Fall da. Deswegen wandert die auch weiter. Dann heute auf den Augen habe ich diese wunderbare Palette hier benutzt von Niki Tutorials mit Beauty Bay. Da solltet ihr auch dreimal raten. Das ist die Umverpackung. Tschüssikowski. Das ist die Palette. Ich muss sagen, das Glitzer habe ich gar nicht wahrgenommen in der Review, die ich gesehen hatte. Hier ist nämlich Glitzer auf dem Gebäude. Ja, genau, das habe ich gar nicht. Hello, guys, it's me, Niki. Hello. Ja, hallo, hier ist Ina. Nicht Niki. Die Palette wird so geöffnet. Wir wissen alle, wie bescheiden das ist. Ich brauche das nicht. Ich hätte es gefeiert, wenn ich nur einmal zugemacht hätte. Aber so ist es, wie es ist. Die Farben an sich, das, was ich auf meinem Auge habe. Ich kann nicht mal pfeifen. geil, geil, geil. Das, was ich sehe, ist einfach genial. Und ich könnte schreien. Also ich habe sie bekommen, habe gedacht, ja, schon geile Farben, aber brauche ich das in meinem Leben? Aber das, was ich dann hier sehe, ich brauche das in meinem Leben. Es sieht geil aus, es macht was her, es ist was Besonderes auf meinen Augen. Ein bisschen sehe ich schon, dass es so ein bisschen creased, aber minimal. Ich habe es aber auch erst seit 20 Minuten auf den Augen, also von daher. Wir sind gespannt. Es wird eine Review-Folge, es werden mehrere Looks mit der Palette sein. Ich werde auch sagen, wie sie sich eben performt. Heute Abend werde ich das erste Mal ein Update geben, wie das einfach ist, wenn man sich um 11 Uhr schminkt, ob es dann um 9 Uhr abends immer noch drauf ist, wenn ich mich nicht schon vorher abschminke. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Dann habe ich gesehen, war dieses Paket und da habe ich mich echt gewundert, was habe ich da bestellt? Ich wusste es nicht mehr, außer ich habe es halt ausgepackt. Dann wusste ich das. Ich so, oh nein, habe ich Lippenstifte bestellt, diese kleinen Miniaturen. Ich so, oh nein. Die waren doch gar nicht so wichtig für mich. Was habe ich da von Jeffree Star bestellt? Ich war so doof, echt. Dann habe ich es ausgenommen. Ich so, ah, stimmt, da war ja was. Und zwar, lalala. Ich habe jetzt auch so einen wunderbaren Spiegel, der mir super gut gefällt. Und ich sehe einfach hier, hätte ich einfach mehr ausblenden können. Hier fehlt mir ein bisschen mehr Ausblendung.
Heute mein Gesicht, wie gesagt, ich habe so komische, das Gefühl, mein Gesicht macht gerade nicht so mit. Kann auch an den Hormonumstellungen liegen. Ich sehe auch, dass ich an der Brust glitzer. Meine Tochter hat gestern auch geglitzert. Mein Neugeborenes hat schon geglitzert und geschimmert. Lippenstift mache ich immer ab. Ist halt so, ich bin überhaupt gar keine Lippenstiftträgerin. Ich kaufe mir jedes Mal einen neuen Lippenstift, ist aber gar nicht meins. Ich habe jetzt in den letzten halben Jahr, glaube ich, einen Lippenstift gekauft. Und es war der Nicole. Anna Nicole, den ich geil finde. Das sieht einfach so genial aus. Und was sagt ihr zu meinem neuen Handspiegel? Ich finde den genial. Ich kann. Ja. Soll einfach Positives ausstrahlen. Ich finde es groß. Ich sehe mein ganzes, komplettes Gesicht drinne. Und ja, er ist groß. Er ist groß, er ist größer als mein Spiegel hier unten. Den könnte ich mir lieber hier reinstellen. Dann würde ich nämlich alles komplett sehen. Ha, ich brauche einen neuen Spiegel. Ich brauche einen neuen Spiegel. Der ist richtig geil und ich freue mich, dass ich das gekauft habe. Genau, das war das, was ich gekauft habe noch. Wozu? Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es lohnt sich. 18 Euro hat er gekostet. Es lohnt sich besser als 30, ne Leute? Besser als 30, auf jeden Fall. Dann habe ich dieses, da war ich mir auch nicht so sicher, aber eigentlich war es mir dieses Teil hier gekauft. Es war auch mit so Folie. So sieht es aus. Richtig, richtig geil. Man macht das auf, sieht aus wie ein Geldbeutel. Könnte man auch als Geldbeutel eigentlich nutzen. Und da sind einfach mal Pinsel drin. Das hat 18 Euro gekostet. Ich wollte es ausprobieren, weil ich gedacht habe, ja, es sieht gut aus. Es sieht aus, als könnte man das wirklich gebrauchen. Also man hätte alles da. Man hat einfach 8 Pinsel für 18 Euro, die man gut benutzen kann. Ich werde auch das Alicia Marie heißt sie, glaube ich, von BH Cosmetics irgendwann kaufen. Aber wie gesagt, ich kann nicht nur kaufen, kaufen, kaufen. Ich muss auch mal low machen. Ja. Ich bin aber sehr gespannt auf diese synthetischen Pinsel. Ich habe nämlich fast keine synthetischen Pinsel mehr und habe dann gemerkt, oh Ina, nee, jetzt hast du so viel aussortiert, jetzt hast du selber nichts mehr. Und ich wollte ja auch für euch einfach als Review dann irgendwann austesten, was lohnt sich denn mehr? Kann ich mit diesem Pinsel einen kompletten Augenlook machen oder nicht? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kann man auch mit drei Pinseln oder mit einem Pinsel einen kompletten Look machen. Fehlt dann zwar was, aber ja, ich fand halt auch gut, dass es eine Tasche dabei war. Also, ob ich das dann mitnehme, wisst ihr, was ich meine? Das könnte ich einfach so drinnen lassen. Und dann hätte ich immer meine Pinsel, wenn ich irgendwo hinfahre, sofort dabei. Wo soll ich aber jetzt hinfahren mit drei Kindern? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall lasse ich das mal in dieser Büchse. Da muss ich nicht so viel machen. Das werden wir auf jeden Fall zusammen austesten. Dann mega geil. Also als ich die Palette gesehen habe, musste ich sie mehr haben als die von Niki Tutorials. Tut mir leid, aber da ist einfach alles stimmig. Genau, bei Niki Tutorials sind 2,3 Gramm pro Fännchen und das sind 20 Lidschatten. Hier sind 20 Farben drinne. Also die Niki Tutorials Palette kostet 30 Euro und diese Palette kostet 18 Euro, wobei mir 18 Euro einfach lieber sind und kleinere Fännchen wie 30 Euro und dann kann ich drin baden. 20 Farben, genau. Und da ist 1,4 Gramm drinne. Also fast ein Gramm weniger oder 0,9. Und sie sieht so aus. Allein das Packaging gefällt mir schon mehr. Kommt raus. Es sind einfach meine Farben. Leute, lila, lila, türkis, ja, lila und Bronze. Das ist meine Palette. Ich freue mich so, 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 so sehr, sie auszuprobieren. Diese Duochrom, ich habe schon vorher gerade was gesehen. Genau, der hier, das sieht aus wie dieser All-In bei Niki Tutorials, den ich heute auch im ersten Drittel, sage ich mal, oberhalb habe. Ich bin so geil auf diese Palette. Also mir geht da einfach einer ab, wenn ich das ansehe. Ich bin einfach crazy drauf. Ich freue mich so, so sehr. Ich habe auch gesehen, die Nicole hat die Palette schon. Ich habe ein paar Looks bei ihr schon gesehen oder einen Look zumindest und habe gesagt, dass ich die Palette habe. Und dann brauchen die einfach eine Woche. Obwohl ich den Versand für 1 bis 3 Tage gewählt habe, weil ich ja Auswahl hatte, weil ich so viel gekauft habe. Oh.
Dann habe ich noch ein Liquid Eyeshadow bestellt. Ich wollte eigentlich alle drei bestellen. Da gab es so ein Set mit dieser Palette. Und dann habe ich gedacht, oh Ina, nachher ist das nichts für dich. Dann habe ich mir so ein Rosa bestellt. Ich habe es noch nicht geswatcht. Aber so sieht es aus. Und ich finde schon, dass es ein bisschen wie ein Duochrom aussieht. So ein Rosa mit so einem blauen Stift. Eigentlich das, was ich da unten auf der Wasser. Also. Oh ja. Aber riecht mega nach Alkohol. Also ich finde, es stinkt sehr, sehr arg. Aber der Effekt ist schon mal geil. Stelle ich mir echt gut vor. Vor allen Dingen auch als Lidstrich. Wir werden testen. Hat 7 € gekostet. Würde ich niemals ausgeben eigentlich, wenn ich nicht so viele Hormone hätte in mir. Wahrscheinlich nicht. Dann Mikrofiber in Lemon Drop. Richtig geile Farbe. Hat mir so, so gut gefallen. Werden wir auch natürlich im nächsten Video testen. Eigentlich voll eklig, aber besser als die Mikrofaserlappen, sage ich mal, die man sonst im Haushalt hat. Die bleiben nämlich an trockener Haut oder an trockenen Nägeln und sowas richtig eklig hängen. Ja, das war mein Einkauf. Irgendwie so mini. Ich habe so viel Papier und Plastik bekommen und dann habe ich gedacht, oh nein. Leute, mir sind einfach gerade zwei Paletten runtergefallen. Die eine ist mir auf jeden Fall mal nicht kaputt gegangen. Das ist Nabla. Oh. Wildberry, das ist diese hier auch, ein wunderschönes Schmuckstück. Bin ich super gespannt. Und die andere ist Platinum. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, weil ich habe Angst. Ich habe Angst reinzugucken, aber es sieht auch gut aus. Meine Güte. Mega gespannt. Ich weiß einfach, dass ich ein paar Paletten von Nabla schon habe und getestet und die Qualität war eigentlich echt gut. Nude würde ich mir sogar noch mal zulegen, obwohl ich es schon verkauft habe, wie ich gesehen habe. Echt schade eigentlich. Echt doof. Manchmal entscheidet man einfach zu schnell. Ja, das war mein Einkauf. Ich hoffe, es war irgendwas dabei, was ihr denkt, oh ja, teste das mal aus. Und schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare, was ich so als nächstes testen soll, wo ich mich durchforsten soll, weil ich habe vormittags als mal Zeit. Aber ja, wir müssen einfach gucken, wie das einfach sein wird. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.